Herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Streaming-Gottesdienst der Rheinkirche Düsseldorf. Schön, dass ihr dabei seid und euch heute überraschen lässt. Ich heiße Raymond Mattis, bin einer der Leiter der Rheinkirche Düsseldorf. Und heute sind wir nicht in unseren normalen Räumen in der Luisenstraße 51, sondern in meinem kleinen Garten. Mit meinem kleinen Lorbeerbaum und andere grüne Pflanzen, die immer wieder erfreuen. Nichtsdestotrotz, dies ist ein Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Und ich möchte jetzt auch, dass wir zusammen beten und Gott, unseren Vater, und Jesus, unser Bruder, begrüßen. Vater, hab Dank für deine Schöpfung. Hab Dank für die schönen grünen Blätter, für die Vögel, die zwitschern. Hab Dank für die Blumen. Hab Dank, dass es mir heute gut geht und ich hier sitzen kann. Hab Dank für jeden Einzelnen, der zuschaut und zuhört. Vater, hab Dank vor allem für Jesus, dass du ihn für uns hingegeben hast. Und deswegen wollen wir dich feiern. Wir feiern das Kommen deines Reiches und dass es jeden Tag wächst. Amen. Ja, ein Mitmachgottesdienst. Wahrscheinlich fragt ihr euch, was ist denn das, ein Mitmachgottesdienst? Naja, das ist ein Gottesdienst, wo viele Leute mitmachen. Normalerweise, wenn der Gottesdienst live gefeiert wird, dann kommen Menschen nach vorne, die erzählen, was sie mit Gott in ihrem Alltag erlebt haben. Weil schließlich ist es ja am wichtigsten, dass wir Gott im Alltag erleben und den Alltag mit ihm erleben. Gottesdienst ist nur so die Kirsche auf dem Kuchen, aber nicht der Kuchen selbst. Ja, also heute werden viele Leute mitmachen, die kommen jetzt nicht hierher, aber ich bin zu ihnen gefahren und habe ein wenig mit ihnen gesprochen und sie befragt. Und heute dürft ihr hören, was sie erzählt haben. Das alles ist ein Stück inspiriert von einem Vers, den der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther geschrieben hat, nämlich im Kapitel 14, der Vers 26. Und heute lese ich ihn mal in der Volksbibel. Wenn ihr also zusammen einen Gottesdienst macht, dann kann jeder etwas dazu beitragen. Siehst du? Einige können einen Song zum Besten geben, das wird Niloufar heute machen. Andere machen es mündlich und bringen den anderen etwas über Gott bei. Dann hat vielleicht jemand eine Prophetie, wieder jemand redet in einer anderen Sprache und ein anderer hat die Übersetzung und legt es aus. Aber alles so, dass ihr gut draufkommt. Das werden wir heute tatsächlich zusammen erleben. In folgender Reihenfolge: Miki, Carmen, Tammy, Dorothea und Wolfgang aus Bolivien zugeschaltet, Agnes, Niloufar werden uns etwas über ihr Leben und ihre Erlebnisse erzählen. Zuerst allerdings fahren wir zu Miki in seiner Bank. Kommt alle mit. Wir befinden uns heute in einer Bank, der Abanco AG. Und der Chef dieser Bank sitzt hier neben mir. Er heißt Miki und ist Mitglied in unserer Gemeinde. Miki, schön, dass ich dich mal festsetzen konnte, um dieses Schwätzchen mit dir zu haben. Ja, sehr gerne. Nur eine kleine Korrektur, weil das sehen ja die Menschen in der Öffentlichkeit auch. Es ist eine werdende Bank. Wir sind noch keine Vollbank, aber das wollen wir in der nächsten Zeit nämlich auch erlangen. Gut. Also, Miki, da du manchmal zu spät kommst zum Gottesdienst und dich vielleicht deswegen noch nicht alle 100% kennen, ja, Sag doch am Anfang noch ein paar Worte über dich. Ja. Was bist du denn für einer? Also,
Mein Vater, der kommt aus Bosnien-Herzegowina, meine Mutter aus Montenegro. Ich bin in Serbien geboren und aufgewachsen in Deutschland. Zwischenzeitlich haben wir auch schon in Österreich gelebt. Zurzeit leben meine Eltern in Holland und sind holländische Staatsbürger. Ich bin seit 4 Jahren mit Slajana verheiratet und am 8.5.2020 haben wir unser erstes Baby bekommen und das ist die Mirabella Rosemarie Kostic. Die wir vor kurzem im Infobrief der Rheinkirche Düsseldorf gesehen haben, da war die Mirabella in deinen Armen und man konnte spüren, wie stolz du dabei Ja, sehr stolz. warst. Ja, das ist ja auch immer ein kleines Wunder, wenn so ein neuer Erdenbürgerin in dem Fall Ja. kommt. Aber Wunder sind ja nichts Außergewöhnliches für dich. Immer wieder, wenn ich Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen, erzählst du immer wieder, stell dir vor, was mir wieder passiert ist. Und irgendwo behandelt dich Gott in ganz besonderer Weise und schenkt dir immer wieder sehr spezielle Erlebnisse. So, eine Woche später bin ich ja in die andere Gemeinde gegangen, wo, sage ich mal, so der Mittelstand hingeht. Und genau vor der Gemeinde war eine ältere Dame, die an, ja, Betteln war, ne? Und ich bin in die Gemeinde rein, erstmal. Die hat mich nicht gefragt, nicht angeguckt. Ich bin zwar an ihr vorbei und ich war schon im Gedanken, wenn ich rausgehe und sie noch da ist, da werde ich ihr auf jeden Fall eine Spende geben. Und als ich in die Gemeinde kam, ja, ne, üblich wie bei uns auch, ne, erstmal haben wir gesungen, ne, Lobpreis und dann eine Predigt und Gebet und wie sich das auch so gehört in unseren christlichen Gemeinden. Ja, und ja, wollte ich natürlich auch eine Spende machen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich gebe alles, was in meinem Portemonnaie ist, bis auf einen Schein für die Dame draußen. In der Landeswährung. Ja, ich habe mein Portemonnaie aufgemacht und als ich am Rausholen war, war viel mehr drin, als ich dachte. Da bin ich zusammengezuckt. Ne? Also ich habe mich selbst von meinem Geiz. Ja, und ja, ich habe 2, 3 Scheine gegeben. Also Vermehrung der Scheine. Ja, es war einfach, ich habe die Landeswährung nicht so richtig im Kopf immer und es waren doch mehr. Ne? Dann habe ich eine Spende gemacht, bin da raus und dann kam ich, ne, die Dame war immer noch da und ich habe ja so einen Betrag gespendet, weil ich habe gesehen, ne, dass sie wirklich schlechte Schuhe hatte, die Dame. Und habe ich ihr gesagt, hier, da kauft ihr mal ein schönes Paar Schuhe davon. Ne? Und habe ja einen Betrag gespendet. So, an dem Tag bin ich nach Montenegro, nach der Gemeinde. Das war Sonntag, weil am Montag hatte ich in Montenegro einen nächsten Termin. Und das sind schon gute 500 Kilometer. Und da kann man nicht überall 100 fahren. Also man sollte schon rechtzeitig losfahren. Bin ich losgefahren und unterwegs, ja, die man so getrennt halt, ne? Und da bin ich ungefähr auf der halben Strecke so, bin ich angehalten. Aber sag mir nicht, dass da gerade Geld auf dem Boden lag. Nein, aber jetzt will ich mal, ne? Das Ja, kann auch, es also hat auch wieder mit Geld zu tun, ja, das ist ja ja. klar. Ja, manche Menschen haben Geldsegen. Ja. Darüber will ich mich nicht beschweren. Ja, als ich den Mann mitgenommen habe, fragte ich jetzt, bis wohin möchtest du, bis zur nächsten Stadt, also nächste Ortschaft? Ja. Der sagt, ich laufe schon 1,5 Tage zu Fuß. Oh, das hat mir natürlich sehr. Ich sage, warum, weshalb? Ja, sagt er, ich komme aus Bosnien. Das ist noch mal ein Land weiter. Ja. Und der hat eine Lebensgefährte da in Serbien gehabt und die haben sich getrennt und der hatte kein Geld mehr. Und da hat er sich in die Heimat, ne, wo er herkommt, einfach mal zu Fuß gemacht. Einfach mal, ja. Ja, und ohne Geld. Ja.
Und habe ich mich mit ihnen unterhalten und weiter, ne, wollte natürlich in Ex-Jugoslawien ist das Thema Religion und Glaube sehr groß geschrieben, weil man muss auch wissen, wie man entsprechend mit den Menschen spricht, damit man keinen beleidigt. Ja, je nach von welchem Bord sie sind. Genau, so das war ein Mensch muslimischen Glauben, ne, aus Bosnien. Und ja, wir würden gerne alle bekehren, aber ist nicht so einfach. Aber wir können ein Spiegel für manche sein. Ne? Ja, ja. Ich habe ihn erstmal gefragt, ob er Hunger hat und Durst. Und ich habe ihm was zu essen gekauft. Und dann habe ich den gefragt, ne, der hat nach Zigaretten selber gefragt. Ich habe ihm auch Zigaretten gekauft. Okay. Und ja, dann habe ich ihn bis zu der Stadt gefahren, wo ich geboren bin. Das ist in Priboj, an der Grenze von Montenegro. Okay. Da ist auch gleichzeitig die Grenze von Bosnien. Und ja, 5 Kilometer weiter wäre schon in seine Heimat sozusagen, aber der hätte noch 200 Kilometer Fahrt, ja, oder Fußmarsch. Dann bin ich mit ihnen in einen muslimischen, weil das ja ein gemischtes Gebiet ist. Ja, die Muslime haben ja so eine, ja, Reinheitsgebot, ne? Es muss halal sein. Dann bin ich nochmal in einen muslimischen Lebensmittelladen rein, habe ihn nochmal Proviant eingekauft, ja, für den Weg. Habe ich ihn zur Bushaltestelle gefahren und habe ich ihm eine Fahrkarte gekauft. Und das Geld, was ich in der Kirche an dem Tag, am Sonntag gesagt habe, alles, was ich in der Landeswährung habe, würde ich spenden. Als ich all diese Besorgung gemacht habe, war das Geld alle. Aber also, hat er gereicht? Es hat gereicht. Also ich habe jetzt mal gezuckt, weil ich für die Gemeinde da gesagt habe, okay, es reicht auch so viel. In der armen Gemeinde hätte ich sogar noch mehr gegeben, ne? Aber da war ja recht alles in Ordnung. Aber das, was ich ja sozusagen Gott versprochen habe, es zu spenden, kam es halt unterwegs, wo ich es dann wieder ja vielleicht in besseren Hände, wo es notwendiger war, gegeben habe. Gott wollte nicht, dass du leere Versprechungen machst. Und richtig. Hat das gleich eingefordert. Eingefordert, genau. Ja, und das war so Erlebnisse mit Thema Geld. Ja, ja, das ist ja, was man erwartet bei einem Banker. Na? Dass Dinge mit Geld passieren, wenn das kein Zeichen ist, dass du berufen bist, dazu berufen bist, mit Geld umzugehen, dann weiß ich nicht. Ja, es spricht danach. Und ich bin Gott dankbar für diese Segnung, die ich jeden Tag erfahre. Ja, Miki. Danke für all diese spannenden Geschichten. Es passiert ja nicht jeden Tag, dass jemand so offen über Geld spricht. Meistens ist da so eher ein Tabuthema. Das ist bei dir nicht der Fall und das war spannend und hochinteressant und ich danke dir sehr dafür. Sehr gerne und immer wieder, wenn ich neue Erlebnisse mit Geld habe. Das wird ganz sicher bald wieder passieren. Dankeschön nochmal. Gerne.
Liebe Carmen. Hallo Ramon. Ich bin wieder einmal bei dir, weil seit Anfang des Jahres mein Rücken mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und irgendwann hast du gesagt, komm, als du mich elend im Gottesdienst saß, hast gesagt, komm vorbei, vielleicht kann ich was für dich tun. Genau. So fing unser gemeinsames Rückenabenteuer an. Das stimmt. Wir wurden von Corona und Südafrika kurz unterbrochen. Genau. Also übrigens, wir sind 1,47 Meter auseinander. 1,50 Meter? Ja, sodass wir jetzt ein bisschen humaner miteinander umgehen können. Schön. Ja, Carmen, es ist ja wirklich was Interessantes passiert vor ein paar Wochen, wo es irgendwie nicht weiterging mit meinem Rücken. Da habe ich gedacht, warte mal, die Carmen, die ist ja auch in unserer Gemeinde. War sogar einmal Älteste. Ich frage, ob sie vielleicht, bevor sie loslegt, für mich beten würde. Und? Hat sie natürlich gemacht. Sehr gerne sogar. Und wisst ihr was? Ich habe zurzeit keine Rückenschmerzen mehr. Also Carmens Hände, Carmens Mund, der gebetet hatte und ja, auch ein bisschen Pillen, eine kurze Zeit, um die Sache zu beruhigen, haben zu einem schmerzfreien Rücken geführt. Und natürlich deine Übungen, die du selber machst, also auch du selbst. Ja, also doch vier Faktoren. Vier sogar. Faktoren. Carmen, hast du das schon für andere Patienten gemacht oder betest du dann still wie... Wie arbeitest du mit Gott zusammen in dieser Praxis? Ja, also ich, dieses laute Miteinanderbeten, das ist schon sehr selten und eher auch nur, wenn Patienten danach fragen, so wie du neulich. Aber im Stillen, das passiert schon häufiger, dass ich denke, oh, komm Gott, zeig mal irgendwie, ich komme jetzt gerade nicht weiter oder schenk mir einen Blick für den Menschen, schenk mir einen Blick für die Sache, die jetzt gerade nicht funktioniert, gibt mir irgendwie einen Zugang zu den Menschen. Und ja, das ist wirklich oft interessant, wie man dann so eine Idee bekommt, wie man plötzlich vielleicht bei Patienten, die schon sehr lange da sind, nochmal einen Aspekt findet, den man bislang noch nicht so beleuchtet hat, wo ich dann denke, ja, danke Gott. Ja, der menschliche Körper ist ja eine komplexe Maschine. Und ich kann, das war ja auch bei mir so ein bisschen der Fall, wo, was ist wirklich das Problem, wo muss man ran? Mhm. Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass Gott da ein bisschen ein paar Tipps geben kann. Genau. Ansonsten, allgemeiner, was macht es aus, dass du Christin bist und hier Menschen behandelst? Du hast natürlich eine christliche Sicht der Menschen, sind nicht nur Kunden. Ja, ich würde auch sagen, dass das so meine starke Verbindung ausmacht. Irgendwie dieses, dass ich sowieso in meinem Leben ja gerne lernen möchte, einen Blick zu bekommen, wie Jesus ihn auf die Menschen hatte. Und dass ich das auch bei den Behandlungen, dass mir das natürlich hilft, dass ich jetzt versuche, unvoreingenommen den Menschen zu begegnen, dass ich versuche, mit Nächstenliebe ihm zu begegnen und zu behandeln. Ja, und das ist, finde ich, macht auch vieles leichter. Also in der Vergangenheit, jetzt habe ich natürlich nur nette Patienten, aber wenn es irgendwann mal schwierig war oder die Menschen schwierige Lebensgeschichten hatten, einfach da, ja, also zu sagen, diesen nächsten Liebeblick, diesen Jesusblick irgendwie drauf zu haben. Du praktizierst also in dieser Praxis dir zugewandt sozusagen. Oder ich bemühe mich, ja genau. Ja, das ist meine Idee dabei. Hast du auch schon mal Kundinnen gehabt, Patientinnen sagt man, glaube ich, die bei dir zugewandt anwesend waren? Ich überlege gerade.
Oder Nachbarn, die wissen, was ihr für komische Kauzer seid in diesem Doppelhaus. Genau, im Moment vermischt es sich, weil manche meiner Bekannten von hier auch meine Patientinnen sind. Und davon waren schon viele auch dabei. Wir haben es ja am Anfang hier auch im Haus gemacht und dann hat sich das sowieso so ergeben, dass wir hier viele waren. Aber ich überlege gerade, ob ich wirklich, ich habe ja vorher in Holthausen gearbeitet, ob ich eine Patientin, nee, glaube ich nicht, schon so direkt eingeladen habe, nicht. Und wenn die Patientinnen oder die Patienten auf deinem Tisch da liegen, über was sprechen sie mit dir? Sprechen die das auch an, diese christlichen Sachen, die du, an welchen du teilnimmst? Oder ist es lieber Corona und der letzte Urlaub? Es ist sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, ich forciere es nicht. Aber es kommt natürlich über so Lebensthemen, kommt das einfach schon mal. Meine Sicht der Dinge kommt auf jeden Fall schon zutage. Oder ich erzähle, dass ich in eine Freikirche gehe und wie wir das so leben. Das ist ja oft so auch so eine ganz gute Methode. Ja, was heißt Methode? Es ist so ein Türöffner, dass man einfach erklären kann, was bedeutet Freikirche. So, dann kann man mal sagen, nein, die Kinder gehen nicht zur Kommunion oder so, sondern wir machen das so und so. Und darüber hat man dann oft ein Einstiegsgespräch und unterhält sich darüber. Ja. Schön. Danke für diesen Mini-Einblick. Sehr gerne. In dein professionelles Leben. War jetzt ganz, wird gearbeitet, ne? Jetzt, oh ja, müssen wir wieder ran. Jetzt müssen wir ran. Danke. Gerne. Hallo Tammy, schön, dass du mich empfängst auf deinem Balkon. Ja, gerne. Und freut mich sehr, auch einen jungen Beitrag für unseren Mitmachgottesdienst zu haben. Du warst mutig genug, um zuzusagen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, gerne. Tammy, die große Nachricht ist, du hast das Abitur geschafft. Ja, genau. Bestanden. Ja. Ja. Wie hast du das Abi erlebt? Alles easy? Nee, also so easy zu Beginn war es ja erstmal nicht. Ne? Man wurde 2 Wochen vor eigentlich Unterrichtende dann aus der Schule so ganz plötzlich entlassen. Es war am Freitag, 13. März war das, glaube ich. Und wir hatten noch zuvor mittags eine Stufenversammlung und es war alles so ein bisschen unklar, alles ob jetzt alles stattfindet, so wie geplant oder nicht. Und dann nachher zum Ende in den letzten Stunden wurde dann verkündet, dass dann die Schule dann doch nicht mehr stattfindet. Und dann hat so sich gefühlt, als ob man so richtig das nicht beendet hat. Ja, ja. Dann gab es aber immer noch so einen gewissen Unterricht. Man hat so ein paar Materialien zugebekommen und dann auch noch sich vorbereiten können. Dann gab es ja dann nachher nochmal diese Vorbereitung auf die Prüfung 2 Wochen. Die habe ich dann auch wahrgenommen. Und ja, dann kamen dann nachher die Prüfungen und viele waren aufgeregt. Bei mir war das... Hast du viel gebetet vor der Prüfung? Ja, schon. Also dann immer so abends im Bett vorher und dann auch am Morgen mit meiner Mutter zusammen, dass man dann schon so gedacht hat, so komm. Was hast du denn, um was hast du denn Gott gebeten? Also ich habe darum gebeten, dass ich ruhig bleibe, dass ich konzentriert bleibe, dass ich... versuche, dass ich eigentlich alles so im Großen schaffe und dass die Aufgaben gut gestellt sind, also dass ich jetzt auch irgendwie nichts... Keine falschen Fragen, die du nicht vorbereitet hast. Genau, sowas. Nicht, dass jetzt ein Thema rankommt, was ich überhaupt nicht kann. Und da hatte ich eigentlich relativ viel Glück. War vieles so, dass man es gut machen konnte und jetzt nichts, wo man dann so groß hat, Scheiße, Hilfe, und jetzt ganz schlimm. Hat Gott geantwortet? Ja, also ich bin in den Prüfungen ruhig geblieben, habe den Großteil der Aufgaben gut bearbeiten können und konnte eigentlich immer mit einem guten Gefühl aus der Prüfung rausgehen. Und du hast es zeitlich immer gut geschafft, kein Problem? Ja, eigentlich kein Problem. In Englisch war das dann schon so, dass man, Englisch sind das 4 Texte, die ich geschrieben habe und da wurde es dann zum Ende ein bisschen knapp, aber der letzte Text dann war dann was Kreatives und das ist eigentlich immer ein bisschen einfacher für mich, als nur eine Analyse zu schreiben. Was waren denn deine Hauptfächer? Meine Hauptfächer waren also, als LK hatte ich Mathe und Chemie. Und dann übrigens unter uns, Chemie.
Das wichtigste Fach. Also. Genau. Und dann als drittes Fach schriftlich hatte ich Englisch und dann als viertes Religion mündlich. Mhm. Ja. Religion mündlich. Genau. Mhm. Ging es da einfach um, sagen wir mal, Kultur oder war da Glauben gefragt? Da war schon Glaube gefragt. Also das ist Religion in der Oberstufe ist theologisch und philosophisch, also man bearbeitet dann schon so etwas tiefer die Themen, die man vorher auch bearbeitet hat. In meinem ersten Teil der Prüfung, da habe ich einen Text bekommen, da ging es dann um die Bergpredigt und da hat dann jemand eine Auslegung davon gemacht und das ging auch so ein bisschen um Nächstenliebe oder wer ist mein Nächster. Mhm. Ja, genau. Und dann im zweiten Teil ging es dann um Religionskritiker, Feuerbach und Freud und Marx auch. Ja. Und du konntest alles abliefern? Ja, den Großteil konnte ich abliefern. Es gab einmal so einen Text, den ich nicht mehr ganz im Kopf hatte. Aber ansonsten war es eigentlich ganz in Ordnung. Kannst du uns deine Rallye-Note verraten? Das war eine 4+. Okay, reicht. Gut. Ja. Jetzt ist Abi vorbei. Genau. Was kommt danach? Danach kommt erstmal, möchte mich an der Fachhochschule studieren, möchte ich da und habe da auch schon einen Studienplatz, den ich favorisiere, muss ich mich jetzt demnächst anmelden. Ich glaube, bis September oder August kann ich das noch machen. Also. Was soll es denn werden? Studiengang. Elektro- und Informationstechnik. Aha, da gibt's Jobs, denke ich. Ja, genau. Also das genau auch mit Blick auf die Zukunft gesehen, was ist auch noch in 20 Jahren aktuell oder was ist da wichtig? Mhm. Eine letzte Frage, weil ich sehe auf die Uhr und unsere 5 Minuten sind schon fast vorbei. Ja. Was interessiert dich am meisten in der Rheinkirche Düsseldorf? Am meisten interessiert mich eigentlich so das gemeinsame Miteinander. Also mir macht es eigentlich relativ viel Spaß, wenn wir uns mit den Jugendlichen zusammentreffen und uns unterhalten, uns austauschen über den Alltag, über religiöse Themen diskutieren und uns austauschen, genau. Das macht mir eigentlich immer viel Freude und Spaß. Mhm. Und danach? Als Nummer 2? Als Nummer 2, würde ich schon sagen, auch Gottesdienst so ein bisschen... Musizieren, genau. Was spielst du denn? Ich spiel kein Instrument, aber... Aha, bist Sänger. Genau, ich singe gerne. Okay. Gut, dann, da du gern singst, würde ich sagen, als nächstes hören wir doch ein Lied und ja, singen sogar zusammen. Und ich danke dir für die Zeit. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke, Mickey. Danke, Niloufar, für dieses erste deutsch-persische Lied. Danke, Tammy, für eure Beiträge. Das war alles in Deutschland. Auch wenn Niki uns in Richtung Osten nach Serbien, Montenegro und so weiter mitgenommen hat. Aber jetzt fahren wir ganz weit weg nach Bolivien. Dort leben nämlich unsere Missionare Wolfgang und Dorothea seit bald 25 Jahren. Sie dienen dort und versuchen Kindern zu helfen, versuchen armen Familien zu helfen, teilen das Evangelium mit ihnen und erleben zurzeit ganz besondere Zeiten. Es ist Corona-Zeit. Wir haben Einschränkungen hier erlebt und haben das ganz schrecklich gefunden. Das ist allerdings nichts im Vergleich zu Corona in Bolivien. Dort führt es dazu, dass viele Menschen nichts mehr zu essen haben. Und wirklich, sie müssen hungern. Und das ist jetzt die neue Aufgabe von Dorothea und Wolfgang, hier einzuspringen und zu helfen. Kommt, wir fahren nach Bolivien. So. Seid ganz herzlich gegrüßt, ihr lieben Freunde aus Deutschland
aus Bolivien hier, Dorothea und Wolfgang Landes. Seit 25 Jahren in Bolivien, Sander Groß. Richtig, wir haben Pullover an, wir haben zurzeit den tropischen Winter, es ist kühl geworden bei uns und bei euch darf die Sonne scheinen. Genau. Wir wollen euch berichten von unserer Situation hier in Santa Cruz in Zeiten der Corona-Krise. Wir wollen einen kleinen Einblick geben in das, was wir machen, aber zuerst, wie es uns geht persönlich. Es geht gut. Es geht uns gut. Wir sind unter Quarantäne seit dem 22. März. Das bedeutet, es besteht eigentlich eine relativ strikte Ausgangssperre. An dieser Zeit dürfen wir nur montags zum Einkaufen das Haus verlassen. Einzelheiten über diese ganze Sache, wie sich das hier gestaltet, haben wir alles in unserem neuesten Rundbrief und auch auf der Internetseite. Wir wollen euch jetzt aber mehr erzählen, was wir hier erleben, denn Gott wirkt in diesen Zeiten der Krise an den Menschen. Ganz besonders, die Menschen sind sehr offen, sehr fragend nach warum, wieso, nach Sinn des Lebens. Grundsätzlich ist unser Umfeld hier auch sehr gläubig und viele Menschen sagen, ja, wir müssen um Vergebung unserer Sünden bitten. Mhm. Und primär ist aber jetzt die Not der Pandemie, die immer näher kommt. Wir merken und hören von immer mehr Leuten in unserem Umfeld, die krank sind, die im Bett liegen. Es gibt kein Geld für die Medikamente, um Paracetamol, Ibuprofen zu kaufen, um zum Arzt zu gehen. Und auch kein Geld mehr, um Lebensmittel einzukaufen. Das heißt, es haben sich Gemeinschaftsküchen zusammengeschlossen in Bürgerinitiativen, einzelne Straßen haben sich zusammengetan, gemeinsam zu kochen. Und da haben wir die letzten 4 Wochen jetzt schon, ja, sind wir dabei. Länger schon. Über 4, also fast 6 Wochen sind wir dabei, in großem Stil Lebensmittel zu kaufen, dank vieler Spenden auch aus Deutschland, wo wir das Geld, was wir erhalten und die Möglichkeiten, die wir haben, direkt umsetzen in Lebensmittel. Ich rufe dann an, dann werden mir Hühnchen gebracht oder ich mache einen Antrag am Großmarkt, dass mir Tomaten, Kartoffeln in großem Stil oder Reis angeliefert bekommen und mittlerweile unterstützen wir 14 Gemeinschaftsküchen insgesamt hier in unserem Umfeld. Die Not ist groß, von den 14 Gemeinschaftsküchen kriegen zumindest ungefähr 3000 Personen eine warme Mahlzeit, aber auch das wissen wir nicht, wie lange das noch gehen wird. Das heißt, die Unterstützung hier lokal, die hat sehr nachgelassen. Das ist für uns eine ganz tolle Möglichkeit, auch bekannt zu werden über unser kleines Umfeld hier in dem Vorortdorf, wo wir wohnen. Ihr müsst euch vorstellen, dass das ja ländlich ist. Wir sind zwar in Quarantäne, aber wir können hier im Dorf zur Nachbarstraße gehen und die Leute mit Maske und mit allem für Vorkehrungsmaßnahmen besuchen. Aber die Leute sind wahnsinnig dankbar und sie preisen wirklich den Herrn dafür, dass wir da sind. Wir dürfen wirklich zum Segen werden. Die Frage war ja vom Raymond, wie Gott in der Not der Corona-Zeit uns begegnet und auch durch uns wirkt. Und wir sind da wirklich schon sehr dankbar, dass wir einen großen Segen sein dürfen für unser Umfeld. Ja, es macht sich für uns, bewahrheitet sich für uns das, was hier steht in Matthäus 5. Ihr seid das Licht der Welt, wir sind das Salz der Welt und man setzt ein Licht auf einen Leuchter, dann leuchtet es allen Bewohnern des Hauses, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, sie sollen eure guten Werke sehen und dann euren Vater im Himmel preisen. Die Möglichkeiten, die wir zurzeit haben, durch die aktive Hilfe, durch die Hilfe direkt durch diese großen Lebensmittelspenden, die öffnen auch die Herzen und geben uns die Möglichkeit, von Gottes Evangelium, von seiner Botschaft der Gnade, der Vergebung der Sünden zu sprechen. Wir besuchen die Nachbarn, wir sprechen mit den, jetzt auch vor allem mit den Männern, die immer zu Hause sind, weil es keine Arbeitsmöglichkeit gibt. Und das ist dann doch eine ganz tolle Möglichkeit, wie aus unserer Sicht Gott wirkt, trotz dieser Zeit der Not. Betet für unsere Leute im Umfeld, betet dafür, dass
ja, die Pandemie, die kommt, uns fordert viele Todesopfer, dass nicht die Leute, die wir lieben und die uns nahestehen in unserem Projekt, was wir machen, dass sie verschont bleiben und dass wir auch da weiterhin helfen können. Mit Medikamenten wird jetzt die nächsten 2, 3, 5 Wochen oder wie lang schwerpunktmäßig auch das sein. Wir danken für alle Gebete und für alles an uns denken. Der Herr segne euch. Ja, Gottes Segen und alles Gute. Danke für alles an uns denken. Ja. Viele Grüße aus Bolivien. Ciao. Liebe Agnes, danke, dass ich auf deinem Balkon sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut, als du gesagt hast, ja, du kannst kommen, ich bin bereit, ein bisschen mit dir zu quatschen. Und ich sage dir auch, warum es hat mich so gefreut hat. Es ist, weil ich zufälligerweise die letzte Zeit immer wieder etwas in der Presse gefunden habe über Pflegeeltern und zuletzt sogar an die ganze Doku. Da musste ich ganz stark an dich, an euch denken und dachte, wow, darüber sollte man immer wieder sprechen, weil das ist so eine tolle und auch, denke ich, sehr schwierige Aufgabe, dass ich immer wieder gespannt bin, wie schafft ihr das nur? Ich sage dir auch, warum, weil wenn wir manchmal die Enkelkinder bei uns zu Hause haben, dann geht das ganz gut eine Weile, man freut sich und dann irgendwann merkt man, oh, man hat nicht mehr ganz die Nerven für so viel Trouble. Ja. Hast du genug Nerven? Du hast ja keine eigene kleine Kinder mehr. Nee, das stimmt. Aber da ist das Schöne, dass wir zu zweit sind, weil es ist oft dann, wenn ich merke, so jetzt kann ich nicht mehr, ich brauche eine Pause, dann übernimmt der Markus und ich kann mich mal zurückziehen. Also da geben wir uns eigentlich gut die Hand, sodass keiner so an die Maximalgrenze kommt. Also Teamarbeit hilft da enorm. Auf jeden Fall, ohne ging es nicht. Und ihr habt ja vor wenigen Monaten ein neues Kind gekriegt. Genau. Wie läuft's? Das läuft gut. Das ist ein kleines Mädchen, sie ist 5 Monate alt, sehr pflegeleicht und ein sehr fröhliches und lachendes Wesen. Das habt ihr ja wirklich verdient, weil das Kind vorher war ja ein bisschen herausfordernd. Das war herausfordernd, genau. Das war teilweise sehr schwierig, auch die Zeiten. Und gerade dann, wenn es schwierig ist, dann geht man damit auch noch mal mehr ins Gebet. Das ist auf jeden Fall so. Da habt ihr viel beten müssen. Ja, da haben wir viel beten müssen. Und da gab es auch Situationen, wo ich so Gottes Eingreifen auch wirklich gemerkt habe. Also ich kann mich entsinnen an eine Situation, da hatte ich ein Gespräch. Und bin schon in dieses Gespräch gegangen mit Gebet vorher und auf dem Rückweg im Auto war ich schon sehr, sehr aufgewühlt und habe dann auch Gott gefragt, ja, wie kann das jetzt so weitergehen und war nicht so glücklich mit dem Ausgang des Gespräches und dann musste ich aber ein bisschen runterkommen, weil ich war auch nicht alleine im Auto und dann kann man auch nicht so ganz seinen Gefühlen vielleicht freien Lauf geben, wie man das gerne sonst machen würde. Und dann habe ich das Radio angemacht und in dem Moment kam das Lied Michael Jackson, You Are Not Alone, I Am Here With You. Ah. Und nur diese Zeile und dann war das Lied vorbei. Mhm. Und das war für mich wie so eine Antwort von Gott, dass er sagt, Agnes, du bist nicht alleine, ich bin bei dir. Und das war so ein Gänsehautmoment und sowas. Ja, okay, dann gehen wir jetzt durch diese schwierige Zeit gemeinsam durch und ich halte mich daran fest, du bist da. Schön. Ja. Wie viele Kinder habt ihr schon bisher gehabt? In euren Fittichen gehabt? Ich muss kurz zählen. So viele schon? Ich glaube 6, das 6. Kind haben wir jetzt. Okay, also das sind schon jetzt einige Jahre. Ja, ich glaube, seit 2015 sind wir dabei. Ende 2015. Kannst du zum Schluss, weil die Zeit geht ja so schnell rum, ich würde lieber 20 Minuten mit dir machen als 5, kannst du zum Schluss noch ein besonders schönes, anderes Erlebnis noch erzählen mit diesen Kindern, mit einem der Kinder in dieser Zeit? Was fällt dir spontan ein? Also so konkret jetzt keins, aber es ist immer schön, wenn man so zurückguckt und die Entwicklung sieht. Mhm. Wenn man sieht, wie sie gekommen sind,
wie vielleicht auch ängstlich oder wie vernachlässigt. Und wenn sie dann gehen und man sieht so ein aufgewecktes, fröhliches Kind, mutig, und das ist schön zu sehen. Wenn man merkt, die Saat fängt schon an aufzugehen, man sieht schon ein paar schöne Blätter. Genau, man sieht doch sehr schnell, wie sich die Kinder so verändern zum Positiven hin, und das ist einfach schön zu erleben. Ja, das ist Reich Gottes bauen. Weil im Reich Gottes wird es kein Kind mehr geben in Not. Ja. Und deswegen, was ihr macht, ist definitiv ein Beitrag zum Reich Gottes, der nie verloren gehen wird. Nee, ein kleiner Same ist gesät, ja, in jedes Kind. Agnes, unsere Zeit ist vorbei. Ich muss mich schon verabschieden. Danke dir vielmals. Ja, ich danke dir. Niloufar, was ist denn das? Das sind die Schlüssel. Welche Schlüssel? Die Schlüssel meiner Wohnung. Wann hast du die bekommen? Ich habe es erst heute bekommen. Wow. Ja, ich habe eine Wohnung gefunden. Wie viele Monate hast du auf diesen Moment gewartet? Seit 8 Monaten habe ich auf diesen Moment gewartet. Wie viele Wohnungen hast du besichtigt, meinst du? Oh, schon viel. Ah, so. Ich kann das nicht zahlen. 10? Nein, mehr. Mehr, oh. Ja. Und viele Enttäuschungen? Ja, ganz viel. Viele Antworten, die nicht gekommen sind? Viele, ja. Ich habe schon viele Wohnungen besichtigt, aber viele haben nicht geantwortet. Viele haben gesagt, na, wir vermieten diese Wohnung keinen Ausländern. Mhm. Und ja, es gab viel Schwierigkeiten. Ja, und manche Tränen. Ja. Und schlaflose Nächte. Ja, genau. Aber unglaublich, aber wahr. Unglaublich, ja. Heute hast du den Mietvertrag unterschrieben und die Schlüssel bekommen. Ja, und unglaublich. Und in wenigen Tagen kannst du umziehen. Ja. Nach 1,5 Jahren in der Sandstraße in Unterbach. Ja, in schönes Unterbach. Ah. Sandstraße. Ja, sag mal, glaubst du, dass Gott da auch ein bisschen geholfen hat? Natürlich, Gott hat das für mich gemacht. Gott hat das so gut geplant, dass ich richtigzeitig diese Wohnung finden kann. Zum richtigen Zeitpunkt. Zum richtigen Zeitpunkt, ja, genau. Ja, deswegen, ich habe ja auch immer versucht, dich zu trösten, wenn es wieder mal nicht geklappt hatte. Und ich sagte dir, ja, es ist noch nicht Gottes Moment. Gott weiß genau, was der richtige Zeitpunkt ist. Ja, und du hattest recht, weil und du hast das gut, sehr gut gemacht. Du hast immer mich beruhigt. Und während dieser Zeit habe ich ganz, ganz viele Geschenke von Gott bekommen. Manchmal hatte ich auch Enttäuschung. Das ist ganz normal. Mhm. Aber wenn ich auf ganzem Bild gucken möchte, ja, dann kann ich sagen, dass ich ganz, ganz viele Geschenke von Gott bekommen habe. Ich habe mein Deutsch verbessert. Ich habe eine schöne Familie kennengelernt. Wer ich denn habe wohl? Auch ja, wir sind Familie Matthias, ja. Ja. Und du hast viel gebetet für eine Wohnung und wir mit dir? Ja, viel, ganz viel. Und das Schönste war, dass als wir gebeten haben, haben wir sofort eine Antwort bekommen. Ja, das ist nicht normal, Niloufar. Ja, das ist, das ist Sonderbehandlung nur für Niloufar. Ja, nein, kann für alle sein. Wir hatten gebetet für eine Antwort des Sozialamtes an einem gewissen Tag. Genau. Und dann kam die Antwort an diesem Tag. Ich sollte auch ein bisschen warten und ich war auch so gestresst, aber am Ende habe ich das geschafft. Ja, und Gott wollte dir beibringen, dass man manchmal warten können muss, ohne zu sehr zu stressen. Ja, ich habe ein bisschen gelernt, wie ich ohne Stress vielleicht alles handeln kann. Aber sag mal, diese Wohnung, ist das etwas Besonderes? Ach, ganz besonders. Was ist besonders dran?
Die Wohnung ist in einer Stadt und sehr guter Standort. Ja, mehr verraten wir nicht. Ja, mehr verraten wir nicht. Ja, okay, guter Standort. Was noch? Und das ist möbliert. Es möbliert auch noch. Das ist möbliert. Und das ist unglaublich. Und das hat alles drin. Eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine. Eine Geschirrspülmaschine. Geschirrspülmaschine. Ah. Und für diese Möbel sollte ich, wenn keine Möbel da gewesen wären, dann sollte ich auch danach, wenn ich, als ich umgezogen bin, ja, sollte ich danach viel Zeit bringen, um diese Möbel zu kaufen. Und jetzt kannst du praktisch in das gemachte Nest, ja, wie ein Papagei, ja, ein Papagei drin landen. Mit meinem Koffer. Ja. Einfach. So, du brauchst einfach nur deine Klamotten mitnehmen und, ja, sogar Kochtöpfe, alles ist dort. Ja, alles ist dort. Unglaublich. Ja, unglaublich, Gott, unglaublich, was du machst. Genau. Danke, Niloufar, dass du das, deine Gefühle mit mir gerade geteilt hast. Gerne. ساعت باران روح تو بر کویر قلبم، بیابان ها بستان میگردن با لمس روحت، چون ریزد باران روح تو بر کویر قلبم، بیابان ها بستان میگردن با لمس روحم، شفای تازه بخشد جانم را سیرگرداند، سرودی تازه نهد بر لبهای ترسانم، آزادی با لمس او، پیروزی
Danke, Niloufar, für dieses sehr berührende Lied, mit welchem wir leider jetzt zum Ende unseres Mitmachgottesdienstes angekommen sind. Ich habe aber noch ein paar Nachrichten, die ich euch mitteilen möchte. Ihr habt gemerkt, wir sind nicht mehr draußen. Es ist inzwischen ein Gewitter gekommen und ich musste nach innen flüchten. Aber nicht schlimm, hier sind die Nachrichten für die Woche. Gleich um 11.30 Uhr gibt es wieder ein Kirchencafé per Zoom. Alle, die die Informationen per E-Mail bekommen, die Informationen der Gemeinde, haben den entsprechenden Link. Ich erinnere auch nochmal daran, dass wir zurzeit die Frühjahrs-Sonderkollekte einnehmen für die Finanzierung unserer Gemeinde und vor allem für den Umbau eines Teils der Kinderräume. Das läuft noch bis Ende Juni. Und jetzt große Überraschung. Wisst ihr, was nächsten Sonntag kommt? Wieder etwas ganz Spezielles, nämlich ein Streaming-Lobpreis-Gottesdienst. Das hatten wir auch noch nie. Ich bin ganz gespannt und hoffe, ihr auch. Vergisst nicht, euch nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder einzuschalten. Es gibt weitere persische Angebote heute Nachmittag, 13.25 Uhr, ein Zoom-Treffen mit Hamid und Samane und dann um 14.30 Uhr ein Gottesdienst auf Persisch bzw. auf Deutsch auf Persisch übersetzt, Teil 3 mit dem Thema Die Macht der Worte. Noch ein weiteres Geheimnis, das ich euch verraten möchte. Im Juli gibt es ganz wahrscheinlich ein Open-Air-Gottesdienst. Ja, wir wollen uns jetzt endlich mal wieder treffen, und zwar live und nicht hinter einem Bildschirm. Es wird demnächst bekannt gegeben, wie, wann, wo. Aber wir streben an, das in etwa Mitte Juli durchzuführen. Ich weise noch mal darauf hin, dass es wieder diese Woche einen neuen Podcast von Martin Kran und mir gegeben hat. Der letzte zum Thema Jesus, wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig ist. Ein sehr interessantes Buch von Tom Wright. Kann ich nur empfehlen. Das war's mit den Nachrichten. Jetzt noch Zeit für einen Segen. Das sollten wir nicht vergessen. Ich möchte euch mit Gottes Segen in die neue Woche schicken. Und danach hören wir noch ein wirkliches Schlusslied, einzigartig in Baustellenatmosphäre. Ihr habt es schon vor ein paar Wochen gesehen. Es hatte mir so sehr gefallen, dass ich es für heute nochmal programmiert habe. Aber jetzt der Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Der Herr begleite dich ganz eng in der kommenden Woche. Lasse dich spüren, wie sehr er dich liebt und wie sehr er bei dir ist. Geh in seinem Frieden. Amen. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag oder einen anderen Tag, falls ihr nicht gleich bei der Premiere dabei gewesen seid, sondern später reinschaut. Tschüss, Choda Hafes. Ich preise deine Herrlichkeit. Jetzt und in alle Ewigkeit, o Gott, stark erkündig, wie könnte ich nicht im Lobpreis stehen, anbeten, auf die Knie gehen, angesehen.
wie könnte ich nicht im Lobpreis stehen, anbetend auf die Knie gehen, mein Gesicht, deines Wesen, dein Kommen hält sich mehr bei. Wir sehnen jeden Tag herbei, tanzen und lachen, Jubel schreien, wenn du kommst und wir dein Angesicht sehen. Ich nicht im Lobpreis stehen, anbeten.